Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der DayZ Standalone. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zum nächsten Airfield, laufen an der Küste lang und um es nicht zu lang zu ziehen, bin ich schon ein Stück weiter gelaufen. Ich habe zwei kleinere Städte hinter mir gelassen und da vorne ist jetzt dieses Schiffswrack, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe. Und da laufen wir mal dran vorbei jetzt. Was ist das da? Zombie. Den erledigen wir mal. Das Schiff kann man also betreten, das ist auch relativ groß, aber auch eine Einbahnstraße, ne? Da wird man relativ schnell, kommt man da nicht mehr weg. Von daher, ich habe mir das mal irgendwann angeguckt, so spektakulär ist das nicht. Wir laufen mal dran vorbei, so zum Anschauen. Da irgendwie jemand drauf ist. Aber sieht nicht so aus. Aber wie gesagt, unser Ziel sind die anderen beiden Airfields. Hier wieder so Texturfehler. Man kann dann ins Meer gucken. Jetzt nicht mehr. So, also zurückzuschen. Weiter Richtung Airfields.
aber so bekommt man, wenn man das Spiel noch nicht spielt, mal so einen kleinen Eindruck, wie groß die Karte tatsächlich ist. Wir laufen jetzt also schon im Grunde genommen seit 2 Folgen von Banota aus die ganze Zeit an der Küste lang in eine Richtung. Wenn man jetzt mal so davon ausgeht, 20 Minuten pro Folge, laufen wir fast 40 Minuten schon. Das ist schon immens. Und wir sind noch lange nicht da, glaube ich. So ein bisschen jetzt die Orientierung verloren. Auf der Karte, wir müssen gleich mal schauen, wo hier der nächste Ort ist. Trinken wir mal einen Schluck, damit wir Status hier halten können. Und dann machen wir weiter. Der nächste Ort. Und auch der nächste Zombie. Modell Taubnase, der hat wieder nichts mitgekriegt. No, das machen wir dann mal lieber so. Und dann gehen wir mal ein bisschen gucken.
So, so wie es aussieht, war hier wohl noch keiner. Weil hier sind noch jede Menge Zombies am Rumrennen. Aber die sollten im Grunde genommen kein Problem sein. Jetzt für uns sind ja relativ gut equipped. Da ist schon der nächste. Hier. Eine Banane, die nehmen wir mal mit. Können wir uns gleich reindrücken. Nicht sehr ergiebig das Haus. Aber an den Dingern hier liegt teilweise auch mal das eine oder andere. Ein grüner Bauherr. Schickiboski. Teilweise stehen sie echt äußerst dämlich rum. Und andere, so wie die jetzt, kommen über Riesenstrecken angerannt. So, haben wir hier vielleicht einen Bohnen?
Entschuldigung. Jetzt habe ich es aber wieder alle am Schlapp hier. So. Dann schauen wir mal noch ein paar Häuser an. Nee, das nicht. Da findet man meist nichts drin. Waren das jetzt? Gibt's doch gar nicht. Ach genau, ich wollte euch ja noch mal die Benutzung des Kompasses zeigen. Und zwar nimmt man den in die Hand und drückt dann einmal Space und dann kann man den Kompass ablesen. Aber nur aus der Perspektive, so sieht man ja nichts. Da ist einem quasi der eigene Rücken im Weg. Tja, ich glaube, wir gehen mal rechts. Wunderbar. 14 Sekunden lang keine Nachricht. Das ist dann interessant, wo wir das nächste Mal einloggen. Aber wir haben sowieso das Aufnahmeende erreicht. Dann bleibt spannend, wo wir das nächste Mal wieder auftauchen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.